Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der rechten Unterhaltung und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy oder eher zu Absturz Legacy. Nach dem letzten Absturz. Okay, das hat hier gespeichert, aber die Kisten hat er nicht gespeichert. Das sollte ich untersuchen. Das ist ja cool. Dann nehmen wir die nochmal ganz schnell mit. Platzwunde. Ah, okay, ja. Ja. Ja, da unten irgendwo ist es abgestürzt, ne? Ich meine da unten irgendwo. Ich erinnere mich. Das läuft aber gut. Dunkel. Wir sind ein gutes Team. Ja, ja. Ja, in der Tat. Warte mal, den. Der bringt mehr so effektiv eigentlich gar nichts, ne? Das müsste ich eigentlich mal überarbeiten, weil eigentlich brauche ich hier. Ist eigentlich egal, was ich nehme. Ja, wobei doch zum Schild brechen, wenn dann, ne? Maximal. Oder brauche ich hauptsächlich den Zauber? Aber den würde ich gerne öfter benutzen, weil der echt wirkungsvoll ist mit den Explosivfässern. Dass ich den gerne in ein anderes Set packen würde. Vorzugsweise vielleicht in dieses Set hier. Oder in das. Weil das ist auch so schon effektiv, ne? Mit Bombarda. Hier nochmal ein Bombarda rein, bringt mir nicht viel. Und wenn dann hier vielleicht. Aber Bombarda ist auch so ziemlich stark. Das Problem ist, die Zauber sind so mittlerweile alle relativ stark, ne? Also Bombarda ist schon gut, wobei das mit den Explosivfässern noch besser ist. Deswegen würde ich vielleicht hier Bombarda reinschmeißen und hier dafür den. Macht, glaube ich, meiner Meinung nach mehr Sinn. Oder ich tausche den hier gegen Bombarda aus. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut. Und dann mache ich den hier mit rein. Passt das, glaube ich, noch besser. Und dann haben wir nämlich so. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Nee, wir kämpfen. Du weißt ja, was ich tun würde. Contingo! Hey. Wohin? Komm mir, du Sau. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie war? Das war relativ spaßig. Ja, alles ist relativ spaßig. Es geht eigentlich. Muss die Zauber gut aufeinander timen, ne, und abstimmen, ne? Deswegen finde ich 4 Sets schon fast zu wenig, weil du auch ständig diese ganzen mehr oder weniger unnützen Zauber brauchst. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, recht so. Yay, Spinnen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Wir kommen schnell voran. Rebellion. Ich will nur wissen, wo es hier hingeht. Ah, okay. Wir hätten uns rumschleichen können. Naja. Ah, sorry, aber so ein mächtiger Magier, wie ich es bin, der muss nicht rumschleichen. Der kann seine Feinde direkt zerquetschen. So, das heißt jetzt, geht's gegen Koma oder Unspinnen, oder? Haben die Koma sich hier? Doch, die haben sich reingetraut. Okay. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Du wirst bereuen. Contingo!
Ich werde. Ignoso! Das war schon down. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Tust du das, ja? Ja, Spinnenunfälle oder was? Komm, spring so! Alles für den Loot. Auch wenn er nichts bringt. Also die Ausrüstung, die wir finden, die ist mittlerweile, die ist schon richtig, richtig lächerlich, ehrlich gesagt. Moment. Hier geht irgendwie ein Weg rein. Ach so, ah okay, wir kommen nachher da unten raus wahrscheinlich, ne? Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Yay, point of no return. Guten Tag. Wie viele von Renrocks Anhängern sind hier? Sebastian, Alter, was ist los, Mann? Ich rutsch hier runter, mach vier Kobolde platt und wenn ich den letzten gerade zerhacke, da kommst du hier angescheißert. Was bist du für ein Kackvogel? Richtiger Mock, Alter. Warte, warte. Nimm das Ding damit. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja, nicht dumm sein. Einfach nicht dumm sein, Sebastian. Also wir müssen dahin. Ich möchte aber erstmal da hoch. Ich habe es natürlich nicht in der Ausrüstung drin. Wie soll es doch anders sein? Hier. Wir müssen bestimmt noch was reparieren hier heute. Regalium Leviosa. Erstmal hier hin. Komm, trink. Dann geht's erstmal hier hin. Wir wollen, glaube ich, spinnen, ne? Hier muss doch was sein, das uns helfen kann. Ja, ein toter Kobold. Wir können auf seiner Leiche nach oben klettern. Oh, hey. Gebüsche. Wow. Das wollte ich schon immer mal haben. Ich wollte schon immer mal Gebüsche haben. Hallo Elli, guten Tag, guten Tag. Schön, dass du da bist. Und wie war Schule ohne Ausbilder? Hattet ihr Ersatz oder hast du einen Unterricht gemacht? Und da kann ich, glaube ich, lang so wieder raus. Mal kicken, wie wir da hinkommen gehen. Ich glaube, mein Mikro ist noch nicht so richtig gut eingestellt. Warte mal. Wobei eigentlich doch. Okay, manchmal. Okay, nee, das hat auch. Ach, er war doch noch da. Ja, dann hast ja. Dann lief ja alles glatt, wa? Siehste. Den ist ja gut. Dann hast du ja wenigstens was gelernt heute. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine. Die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge, alles ganz reizende Eigenschaften. Ja, Sebastian, da hast du recht. Rebellion. Okay, ich soll da runter. Da ist eine Plattform, die wir bestimmt reparieren müssen nachher. Die sieht nämlich von hier schon sehr kaputt aus. Okay, wenn ich den jetzt mache. Okay, ich dachte, jetzt geht die Brücke kaputt. Von Elfen gefertigte elfenbeinfarbene Handschuhe. Das ist ja sehr elfisch. Wir haben bestimmt 11 Elfen, die das angefertigt haben. So. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Ja, wir sind immer sehr unauffällig, ne?
Das wird ja immer einladender hier. Ist aber schön. Guck mal, da wächst sogar Gras, ein paar Büsche. Gestrüpp von oben, wo eine riesige Tarantula durchkommen kann, um uns zu fressen. Wunderschön. Revelio. So, dann lass mich mal gucken. Über alles was zum Sammeln. Wir müssen da hinten hoch. Und ein Lagerfeuer, was wir mal nicht anzünden können. Ach ja, so, dann ist da hinten noch was. Da ist nichts mehr. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Ja, ich mach das gleich. Bleib mal geschmeidig, muss erstmal den unnützen Tünnef hier einsammeln. Geht das eigentlich auch mit Bombarder? Nee. Das ist ja doof. Dabei ist Bombarder doch auch so quasi was mit Feuer, oder nicht? Guck mal hier, werden immer mehr. Super geil, die beobachten uns. Hey. Wo ist denn eure Mama? Die will mir bestimmt auch noch ans Leder. Revelio. So, da hinten sieht aus wie ein. Und wie wäre es damit, die Brücke zu reparieren? Oh, nee, Sebastian, wir fliegen da auf unseren Einhörnern drüber. Natürlich reparieren wir die. Meine Güte, stellt doch nicht immer so dämliche Fragen. Was ist mit euch los? Vor allem bin ich der Einzige, der in Hogwarts im Unterricht aufgepasst hat. Der hier Reparo wirken kann, zum Beispiel. Revelio. Noch mehr tote Kobolde. Und das war's. Ha! Geil. 12 Minuten. Super nice. Naja. Wow. Neuer Rekord. Hi. Ich bin ein abgestürztes Spiel. Mal wieder. Das wird ja immer lustiger hier. Ich sollte mir angewöhnen, Steam zu öffnen. Aus Gründen. So, anhalten, bestätigen. Oh. Cool, das ist das zweite Mal, dass das Spiel in dieser einen Hauptquest abstürzt. Das wird langsam, also langsam wird es wirklich nervig. Und bald mache ich meine Drohung wahr und dann spielen wir nicht weiter bis zum nächsten Patch. Ja, das kann auch sein, dass sie das vergessen. Oder mit Absicht vergessen. Vielleicht sind wir auch eigentlich, vielleicht sind wir ein besonderer Schüler und die wollen uns nur dieses Erfolgsgefühl lassen, dass wir was erreicht haben. Eigentlich sind die uns alle völlig überlegen, aber die lassen uns alle gewinnen. Weil wir wahrscheinlich ein bisschen, ich kann auch nichts dafür, dass ich dumm bin. Möglich. Nur leider mockt uns das Spiel dafür so ein bisschen. Ich finde das nicht gut. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe ja, ihr seht es ja, ne? Ich versuche das ja immer wieder und immer wieder und ich gebe ja nicht auf, ne? Ich will das Spiel ja wirklich spielen, aber das Spiel lässt mich nicht. Okay? Also, und vor allem auch so random, ne? Jetzt, wie gesagt, zwar, also in der Aufnahme sind wir jetzt bei 13 Minuten. Ja, genau. Kevin Justin. In der Aufnahme sind wir jetzt bei 13 Minuten, im Stream sind wir bei 26. Das Spiel läuft ungefähr 18 Minuten und ja, dann ist es gerade abgeschmiert. Von, das Ding hat die Angewohnheit, so 2 bis 3 Minuten bevor es abstürzt, automatisch zu speichern. Das ist aber nicht 2 bis 3 Minuten her. Aber der Savepoint ist okay. So, komm raus. Ich weiß auch nicht, was die Kameraeinstellung soll. Ich meine, dass da eine Spinne kommt, das war mir jetzt schon klar. Aber die hat diese komische Energie in sich, ne? So. Ach, noch mehr, natürlich. War nicht noch eine? Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Revelio. Na, von einer kann nicht die Rede sein, aber ich weiß, was du meinst. Oh cool, hier schwebt ein Powertrank. Ach ja. Spiel, bitte lass mich spielen. Wir werden schnell mit ihnen fertig. Nein, ich nicht. Wäre stolz. Ich, nicht wir. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Lumos.
Ich wäre damit fertig. Also sorry, aber gerade bei den 4 Kobolden, ich habe die alle erledigt und dann bist du ja erst runtergerauscht. Das war schon ein bisschen low, was du da geübt hast, ne? Warte, ich brauche Feuer. Confrito! Lugos! Da geht's hoch. Da ist eine fette Truhe. Und hier ist auch noch eine Kiste. Ein Katzenteller. Wow! Alter! Also auf Hauptquest eine Belohnung, ein Katzenteller. Super! Das ist genau das, was ich schon immer haben wollte. Ein Katzenteller, auf jeden Fall. Lumos. Naja, immerhin mal einen nicht identifizierten Gegenstand. So, darf ich hier bitte durch? Dankeschön. Okay, von wo sind wir jetzt? Wir sind von da gekommen. Wir sind dann da rein. Und jetzt müssen wir hier lang. Jetzt gibt es hier aber auch noch was. Warte mal, war nicht... Warte mal ganz kurz. Wir sind hier runter. Dann habe ich den. Und dann wird da noch was. Habe ich eine Kiste... Habe ich gerade eine Kiste übersehen oder... Will ich mir das ein? Ging's nicht? Auch noch? Irgendwo hoch? Ach nee, das war hier, ne? Ich bin doof. Ja, genau das. Da ist eine Kiste. Aber ich kann die Kackzwerge hören. Kobolde, Entschuldigung. Sind ja keine Zwerge. Es sind Klobolde. Ne? Revelio. Kauf dir mal ein Fahrrad. Du Laffel. So, hier schiebt Kohle. Ah, okay. Ah. So ein altes Gemäuer. Also so ein Dingens, Prüfung oder sowas, ne? So sieht es zumindest so aus. Wir haben noch nicht Revelio gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Oh ja, sehr unliebsam, Sebastian. Möchtest du dich noch ein bisschen gewählter ausdrücken, während wir mit den Klobolden kämpfen? Der nächste Kampf steht uns bevor. Na sicher. Warum bin ich nicht überrascht? Warum bist du nicht überrascht? Erstmal der. Ach, natürlich, jetzt kommen wir noch. Das war aber viel Schaden. Hey, ich hab doch geblockt. Guten Tag, wieso krieg ich hier Damage? Wieso genau war die gerade... Wie konnte ich die denn nicht verwandeln? Ich kann die nicht verwandeln. Das sollte illegal sein. Ah. So. Keine Ahnung, warum man Gryffindors für tapfer hält. Wir Slytherins sind die wahren Helden. Und es macht viel mehr Spaß, mit uns zu kämpfen. Revelio. Sprach der quasi nichts gemacht hat. Ja, aber da hast du recht. Es wäre wirklich hilfreich, wenn er hilfreich wäre. Leider ist das meistens so in Spielen, dass der Begleiter sehr unhilfreich, wenn nicht sogar störend ist.
Was ich sehr schade finde. Gut. Hey, jetzt es gibt Spiele, die machen das sehr gut. So ein Last of Us zum Beispiel. Ellie ist da in keinster Weise unhilfreich oder störend. Und vor allem ist Ellie auch im The Last of Us immer ein gutes Zeichen dafür, ob noch Gegner in der Nähe sind oder nicht. Das war immer sehr schön. So, da ist so eine Flamme. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Und das alle? Das war unerwartet. Das waren alle. Was genau soll ich jetzt mit der Kiste? Frag für einen Freund. Ich meine, wahrscheinlich da hoch. Für so einen ollen Sack, der da oben rumsteht, oder was? Und das gehen wir von dem Klobold hier. Was in den Stein gebackt ist. Super. Toll. Danke für gar nichts, Spiel. Aber ansonsten gibt's hier nichts, ne? Das war alles, glaube ich. Ne, sonst ist hier nichts. Und dann weiter herein in die gute Stube. Weiter dürfte die Klobold ja nicht gekommen sein. Ist da ein Kopf? Warum brennt hier ein Feuer? Warum sieht das überhaupt so aus, wie es aussieht? Hilfe? Wer kocht denn hier? Das ist ein Kopf. Das sind mehrere Köpfe. Was, wer? Isidoras. Oh, okay. Isidora sind wir hier. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Da geht's weiter. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Revelio. Hat die sich hier versteckt, die Isidora? Hier ist nur ein Tagebuchteil. Das ist aber auch nicht so viel, ne? Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer, ja. Leer vor Trauer, aber auch... Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles, sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Okay, das war ein Experiment. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Revelio. Ja, anscheinend hat sie... Also wenn ich das richtig verstehe, hat sie anscheinend irgendjemandem den Schmerz genommen und den aber anscheinend aufgenommen in sich selbst. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut, und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Junge, das habe ich schon gesehen, dass du nur in die Windel geschießen, gell? Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger.
Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Wow, sei mal nicht so ein Rassistenschwein. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. Tja, fick dich. Sorry, Mo. Ja, wir haben nichts weiter, ne? Können wir mal warten, vielleicht trudelt ja was ein. Ich warte eigentlich auf ein paar Nebenaufträge. Was war das? Das war nix anscheinend. Na gut, dann trudelt hier halt gar nichts ein. Dann haben wir ja nur noch den. Monsieur Locke Docke. Ja, Lord Cock. Lord Cock, wie wir ihn so schön nannten. Wo ist denn der? Wo ist der denn? Sprich mit Amit. Da oben irgendwo, okay. Dann flattern wir da mal eben rüber. Ich glaube, die Batterien von meinem Headset sind, von meinem Mikro sind bald leer. Habe ich so das Gefühl. Da wird bestimmt gleich wieder der Ton ausfallen. Wo muss ich denn hin? Nach oben. Amit. Ach, Amit war der Typ, der uns das olle Rohr hier, das Fernglas gegeben hat, ne? Was hat denn der jetzt damit zu tun? Weiß auch keiner so genau, ne? Und es gab... In irgendeinem Turm gab es noch, Dingses. Haben wir hier eigentlich schon... Nee, hier fehlt noch ein Astronomie-Altar. Revelio. Wo war der denn? Wäre sinnvoll, wenn er hier wäre, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber anscheinend nicht. Anscheinend haben die Entwickler da was anderes vorgehabt. Oh, hallo. Servus. Wo warst du jetzt, die Wolken oder was ist hier los? Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler.
Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lord Gok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Natürlich sehen wir uns dort. Ist ja zum Glück nicht weit weg. Kann ich von hier losflattern? Nee. Aber doch bestimmt. Und hier auch nicht. Okay, warte mal.